Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zu einem neuen Mischmasch-Dorfhaul. Denn meine Tochter hatte heute schulfrei und wir sind ins Dorf gegangen, um ein paar Sachen zu kaufen, denn sie hat bald Geburtstag. Und da müssen wir noch so ein paar Dinge für kaufen und auch noch so ein paar andere Sachen. Diesmal waren wir im DM, im Aldi, im Rewe, im Teddy. Ja, genau, in den vier Läden waren wir heute. Und ich würde sagen, ich zeige euch das gleich alles mal. Und die Preise, die blende ich euch ja dann wie immer ein. Man müsste ich ja hier über vier Kassenbons immer gucken, was woher kommt. Und deshalb blende ich euch das wie gehabt immer ein. Ja, ich drehe euch jetzt mal um, damit wir uns die Produkte gemeinsam anschauen können. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Ich sage euch dann immer an, aus welchem Laden ich das gekauft habe. Denn es ist eigentlich alles ein bisschen durcheinander in den Tüten, außer der Rewe-Einkauf, der ist separat. So, also im DM habe ich vom Febreze dieses Smart Revolution gekauft, denn ich möchte gerne ein bisschen Duft in meinem Wohnzimmer und da kann man ja drei Düfte reinmachen. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das Teil ist. Das ist dieses Hauptding, wo die Düfte dann reinkommen. Das muss man nur einmal kaufen und die Düfte, die kann man dann immer da reinpacken. Und dann schauen wir mal, wie das duftet. Ich bin gespannt. So, im Teddy. Luftrüssel für die Party. Ups, zweimal, weil da sind nur sechs Stück drin und ich glaube, acht Leute kommen. Dann. Weil andere auch noch Geburtstag haben, zwei Schleifen, einmal in Pink und einmal in Blau. Dann für die Party, auch aus dem Teddy, sechs Ballons in so einem lila oder rose Ton, so eine Mischung und in Silber. Dann einmal so eine Happy Birthday-Girlande in Gold. Ein Bilder haben wir mitgenommen, für ein Bild, was sie ihrer Freundin verschenken möchte. Dann haben wir Happy Birthday Haarreifen. Da steht meine Tochter voll drauf. Und ein Paket haben wir noch, deshalb brauchten wir nur eins zu holen. Dann haben wir noch ein paar Servietten mit Happy Birthday. Das ist jetzt alles aus dem Teddy. Dann haben wir einmal so eine Geburtstagsgirlande. Ah, genau. Das ist auch so eine witzige Sache. Die gibt es bei uns immer, egal wie alt die Kinder sind. Die Kerzen mit der passenden Zahl. Ganz wichtig bei uns. Ich glaube, das mache ich auch noch, wenn die alt sind. Ich finde das süß. Dann haben wir einmal diese drei Düfte gekauft im DM. Und zwar Goldene Orchidee habe ich mal genommen. Es gab dann noch andere, so Winterduft und da gab es noch Frühlingsduft und Aprilfrische. Aber ich hätte ja so gern den Winterduft mitgenommen. Aber ich habe Angst, dass mein ganzes Wohnzimmer dann nach Zimt und so stinkt. Das brauche ich nicht. Deshalb sind wir vorsichtig mit Goldener Orchidee. Ich denke, das wird ganz gut riechen. Dann zurück zum Teddy. Noch eine Girlande, denn wir schmücken dann immer das Zimmer ein bisschen, wenn sie ihren Besuch kriegt. Und da auch noch diese Zweiergirlanden im Bund. Na, irgendwo war, glaube ich, noch eine. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe von jedem zwei mitgenommen, zwei große und zwei von den kleinen Paketen. Und das dürfte es auch aus dem Teddy, so wie das ausschaut, gewesen sein. Nee, eins haben wir noch. Konfetti ist auch mitgekommen. Also man soll das gar nicht meinen. Das sind ja alles nur Kleinigkeiten und die kosten nur hier 1 Euro und da 1 Euro. Aber alleine im Teddy für die paar Sachen waren schon 20 Euro weg. Aber da tut sie was dabei. Das ist ja schließlich ihr Geburtstag. So. Ja, dann kommen wir zu den restlichen DM-Produkten, da habe ich gekauft
Sie mal eben selber gucken, hat mich angesprochen. Eine Maske Cherry Dream. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gut riecht. Ab und zu mache ich sowas mal. Finde ich ganz schwer zu sagen, lecker. Es riecht auf jeden Fall lecker. Und dann habe ich noch eine Chocolate Cookie Maske mitgenommen. Die werde ich auch beide mal testen, ob mir die gefallen. Ach, hier ist noch ein Teddy-Verbleibsel. Hier so Luftschlangengedöns in Silber. Irgendwo ist noch was. Genau. Die kleinen, kommen nicht auf den Namen. Hier, Pinchengläser haben wir jetzt in Plastik mitgenommen, weil sie da so Waldmeister-Shots mitmachen will, die dann eingefroren werden. So, das war's aber aus dem Teddy, bin ich mir sicher. Dann haben wir noch von DM. Das war bei diesen, wir haben da vorne bei DM so einen Tisch mit angeboten, wo alles billiger ist. Und da gab es diese Serie, Oriental Magic, einmal als Shampoo. Und das duftet so herrlich. Ich bin ja jemand, der macht dann auch die Kappe ab und riecht mal dran bei DM. Aber ich glaube, das machen 80% der Menschen. So, dann die Haarbutter von dieser Marke. Scharfstilt. So, müsste gehen. Und passend halt zum Shampoo. Und dann gab es noch davon auch die Spülung. Und wie gesagt, das probiere ich einfach mal aus. Ich gucke immer auf diesem Krabbeltisch mit den Angeboten. Und wenn es gut riecht, dann nehme ich es auch mal mit. Das war alles bei DM. Ja, dann machen wir mal weiter mit entweder Aldi oder Rewe. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es den 4-Bro Eistee Bubble Tea. Den hat sich meine Tochter gekauft. Dann, die wollen morgen Abend so ein bisschen Party für sich machen, weil sie Mittwoch ja auch noch schulfrei haben. Ein V plus Lemon. Was haben wir hier? Ein Warsteiner Radler. Die Sachen waren alle im Angebot, aber die sind aus dem Aldi, das weiß ich. Und Krombacher Radler. Dann aus dem DM noch hat sich meine Tochter diese Wimperntusche geholt. Ich kaufe eigentlich immer die von Essence. Das weiß ich wohl. Aber ich benutze so selten Wimperntusche. Dann der Dirty ist aus dem Rewe, hat sich meine Tochter auch geholt. Ist Tee mit Energy. Was für eine Sorte? Juicy Mango Coconut. Klingt ja echt lecker. Vielleicht teste ich sowas demnächst auch mal hier auf dem Kanal. Jetzt kommen noch vier Produkte, sehe ich gerade aus dem Aldi. Und zwar die Choucœur dunkle Karamell-Meersalz. Die gab es nur für kurze Zeit, steht ja drauf. Das ist also so eine Limited Edition oder Aktionsware. Und die teste ich hier für euch noch. Auch zügig, weil es ja eine Aktionsware ist. Im Angebot für 88 Cent waren diesmal die Red Bulls. Hier haben wir einmal Kokosblaubeere. Hat sich meine Tochter mitgenommen. Dann hat sie sich noch mitgenommen Heidelbeere. Und ich habe mir auch einen mitgenommen für hier zum Testen. Und zwar, wo steht's denn? Acai-Beere. Muss ich jetzt erst suchen, wo es steht. So, ja, das waren die Einkäufe aus dem DM, Aldi und Rewe und Teddy. Nee, Rewe kommt jetzt. Sorry. Aldi, Teddy, DM. Und jetzt kommt Rewe. Mitgenommen habe ich ein Porree. Einmal die Lay's Chips morgen für die Party. Die waren im Angebot für 1,19 €. Dann kann man die auch mal mitnehmen. Denn die billigen Chips von Ja hatten sie nicht da. Dann habe ich mitgenommen einmal den Ja Bauchspeck. Ich möchte nämlich Rosenkohl mit Speck machen. Dann ist mitgekommen ein Bauernbrot von Ja. Also wenn ich bei Rewe einkaufen gehe, kaufe ich meistens die Ja-Produkte. Dann ist mitgekommen
einmal der Buko, der war da auch im Angebot. Gerösteter Knoblauch mit Thymian, klingt total lecker, wird hier getestet. Ich teste ja sehr gerne Frischkäse und Käsesorten für euch. Dann ist mitgekommen ein Suppengrün. Ich möchte nämlich noch eine leckere Suppe machen. Was für eine, weiß ich noch nicht. Vielleicht eine Gemüsesuppe oder was mit Hackbällchen. Mal gucken, vielleicht auch mit Wirsing. Dann Testprodukt. Joghurt mit der Erde, mit der Ecke. Typ Germknödel. Habe ich noch nie gesehen. Klingt ja echt fantastisch. Ist mit Pflaumenzubereitung, Joghurt und Gebäckstückchen. Der wird hier auf jeden Fall getestet. Ob die neu sind, weiß ich nicht, aber gesehen habe ich die noch nie und dass sie neu sind, steht auch nicht drauf. Ich denke mal, die wird schon länger geben. Dann einmal Kreuzkümmel gemahlen. Sündhaft teuer, dieses kleine Ding. Deshalb kaufe ich meinen Kreuzkümmel eigentlich im türkischen Laden. Da sind wir zurzeit nicht hingekommen. Deshalb habe ich es jetzt einmal im Edeka, im Rewe gekauft. Aber Preis, ich glaube, das kleine Pöttchen hier hat 2 € gekostet. Da kriege ich im Türkenladen so ein Glas für. So, im türkischen Laden. Es hört sich sonst so böse an. Das wollte ich so gar nicht ausdrücken. Das nehme ich jetzt mal liebevoll zurück. Im türkischen Laden natürlich. So. Und hier einen und zweiten Joghurt in der Ecke vom Müller. Und zwar Typ Apfelstrudel. Wie geil ist das denn bitte? Unglaublich. Das muss man einfach testen, wenn man das sieht. Und dazu waren die noch im Angebot. Fand ich natürlich total super. Hat einer nur 35 Cent gekostet. Und die normalen Knickjoghurts von der Billigmarke, die sind teurer als 35 Cent. Ich glaube, die kosten 39 oder 45 Cent. Und dann kann man solche Sachen zum Testen doch echt mal mitnehmen. Das ist Apfelknuspergranola mit Joghurt-Vanille-Geschmack. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann gab es, weil ich in Lidl ja keins bekommen habe, das ist aber etwas ramponiert, unten in die Tüte gerutscht, aber es ist noch heile. Ein Sandwich-Toast, diesmal von der Marke Ja, weil wir essen das einfach am liebsten. So. Und die hatten Schokolade von Hershey's. Ich kenne das zwar nicht, aber meine Tochter hat gesagt, die soll mega sein. Und ich soll die mal hier testen. Die ist wohl relativ berühmt. Und die gab es da für 75 Cent im Angebot im Rewe. Und deshalb habe ich die mal mitgenommen. Das ist die Sorte Cookies and Chocolate Flavor. Und die wird hier getestet. Und meine Tochter hat sich auch eine mitgenommen. Und zwar Cookies and Cream Variante. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Mir haben oft auch schon Sachen nicht geschmeckt, wo sie sagte, das ist lecker. Aber so ist das halt. Ist alles immer Geschmackssache, sage ich ja auch immer wieder. Ja. Leer ist es. Die Dose ist runtergefallen. So. Ja, ich mache euch alles nochmal schön auf dem Tisch zurecht und zeige es euch nochmal. Und jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Ihr kennt das ja schon bei mir. Ich mache jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, hier nochmal alles auf einen Blick. Summa summarum wird es irgendwas zwischen 60 und 65 € gewesen sein, was ich tatsächlich für die paar Sachen ausgegeben habe. Aber es läppert sich diese Euro-Artikel. Man meint immer, es ist ja nicht so viel. Aber wenn man die Hände voll hat und an der Kasse steht, dann ist das doch schon eine Menge. Aber Geburtstag ist nur einmal im Jahr. Wir teilen uns da die Kosten, sie tut was dabei. So. Ja, hier seht ihr die ganze Geburtstagslitanei. Und wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dann ist immer Dosentag. Die liebt Dosen und deshalb haben wir hier auch ein paar Dosen. Das sind alles ihre, dies Radler, noch ein Radler und V plus Limone. Dann dieser Dirty und dann hat sie noch die zwei Red Bull Dosen und sie hat sich auch diesen For Bro gekauft, hätte ich vielleicht zum Testen auch machen sollen. Vielleicht beim nächsten Mal. Es kommt immer mal wieder was im Angebot. Man kann nicht immer alles kaufen.
Ich habe zum Testen mitgenommen diesen hier mit Arkai, dann den Bukoala, da freue ich mich auch drauf. Die zwei Joghurts mit der Ecke, die finde ich vom Namen her mega. Wenn die danach schmecken, oh, da bin ich glücklich und zufrieden, ehrlich. Und die Hershey's teste ich und die Choucœur-Schokolade teste ich für euch. Ja, im DM gab es diese Serie, die habe ich mitgenommen, weil die im Angebot war. Und ich wollte unbedingt schon immer so einen dreiteiligen Duftstecker haben. Den habe ich da auch bekommen. Den Speck, da mache ich nachher einen Rosenkohl mit Speck schön gebraten. Und hier noch ein bisschen Geburtstagsgedöns. Und eine Tüte Chips haben wir hier noch von Lay's. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich mache ich eine Wirsingsuppe oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Mit Hackfleischbällchen oder so, da brauche ich dann das Suppengemüse. Aber da fällt mir schon das Passende ein. Ja, das war der Dorfeinkauf. Nichts da und knappe 65 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. So ist das dann, ne? Aber wie gesagt, Geburtstag ist nur einmal im Jahr und da sie derzeit in ihrer schulischen Ausbildung noch nichts verdient und immer noch aufs BAföG wartet, muss man mal sehen, wann das kommt, unterstützen wir sie da auch noch ein bisschen. Ja, und das war der heutige Einkauf. Einfach mal so Mischmasch aus allen Läden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst und schaltet beim nächsten Mal unbedingt hier wieder ein. Bis dahin. Tschüss.